Was mache ich hier wieder? Das ist es. Es ist nicht weich genug. Hat mir dabei sogar ein bisschen die Lippe aufgerissen. Wir haben uns doch schon lange alle die besondere Frage gestellt, sind diese ganzen Gadgets, die man auf TikTok so sieht, die den Schlaf verbessern sollen, wirklich so gut, wie sie beworben werden? Dieser Frage habe ich mich heute gestellt, indem ich viele Produkte davon bestellt habe und einige davon sind sogar aus der Community-Empfehlung. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wir haben wirklich irgendwie lebensverändernde Gadgets mit dabei und welche, wo ich auch selber nicht gedacht habe, dass die meinen Schlaf wirklich verbessern können. Diese habe ich zwischen einem Zeitraum von 7 bis 30 Tage getestet und das Fazit gibt es natürlich anhand von Punktebewertung. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne jetzt schon mal ein Abo und ein Like da und ich würde sagen, wir starten direkt los. Fangen wir an mit dem ersten TikTok-Gadget und das, wenn ihr nicht hinterm Mond lebt, habt ihr davon mitbekommen, sich nachts einfach den Mund zukleben, damit man besser schlafen kann. Hört sich verrückt an, wir schauen mal rein. I know it looks crazy at first. But hear me out. I started taping my mouth shut at night with these tape strips. And wow, I've been having the best night's sleep of my life. Oh mein Gott, ich habe den besten Sleep. Boah, ich finde das immer so krass, wie heftig das promoted wird, als wäre das so der Game Changer schlechthin. Ich meine, vielleicht ist es das auch. I don't know. Wer bin ich schon, dass ich das beurteile? Deswegen teste ich das ja auch. Nur die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, meine Nase ist verstopft. Ich benutze sehr viel Nasenspray zum Schlafen. Wie kann ich das verhindern, dass ich in der Nacht nicht ersticke? It encourages nasal breathing. Ach, das soll das sogar verbessern? No snoring. Okay, kein Schnarchen. Das ist schon huge. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Ich bin ein Big Snorer, würde ich mich jetzt einfach mal so eintendieren. Wollte ich da noch ein bisschen mehr Erklärung zu und die liefert uns jetzt Torben Platzer. Ich klebe mir seit 3 Monaten beim Schlafen den Mund zu, wie es auch Profisportler machen. Nostril breathing is the way to go when you're doing sport. Then you should try to tape your mouth. Nach wenigen Nächten habe ich aber schon einen Unterschied gemerkt und bin tatsächlich fitter aufgewacht. Zu dem Mouth-Tape habe ich mir on top auch noch diese Nasenflügel geholt, die die Nase so ein bisschen anheben sollen, wodurch man besser Luft bekommt. Und das ist mir auch schon in früheren Schlafexperimenten aufgefallen. Wir gehen rein in den Test. Hier haben wir auch schon die ersten Gerätschaften von Breathy. Das Mundpflaster plus nochmal ein Case, was dazu kommt zum Traveln, Reisen. Finde ich eigentlich schon ganz cool, benutze ich aber glaube ich nie. Und die Nasenpflaster von derselben Marke. Die guten Stücke sind so begehrt, dass sie derzeit nicht verfügbar sind. Ich kann leider nicht mehr den Preis, den ich meine. Für 20 Euro habe ich die Mundpflaster bekommen. Auch nochmal 20 Euro. Die Nasenpflaster, jeweils in 120 Stück. Gerade sind nur 60 Stück verfügbar. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass hier drauf steht, frei von Medikamenten. Nasenspray-Ersatz, oh Mann. Man hat jetzt also diese Klebepads auf der Rückseite, die man vom Pflaster selbst löst. Und dann tut man sich das auch schon mittig auf die Nase platzieren und drückt das dann fest genug auf die Nasenflügel, dass die durch die Metallplatte da drin angehoben werden und dass man besser riechen kann. Bei dem Mundpflaster ist auf jeden Fall ein bisschen elastischer. Steht leider nicht, aus welchem Material die sind. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so diese Kleberückstände am Mund so geil sein werden. Wenn es unseren Schlaf verbessert, why not? Was soll ich sagen? Ich war von Anfang an gegen diese Prinzipien, sich immer wieder neues Pflaster für die Nase oder für den Hund holen. Für den Hund, für den mit dem Mund holen zu müssen und ich kann sagen, ich habe schon lange nicht mehr so schlecht geschlafen wie heute. Das Pflaster am Morgen abzumachen, was wirklich sehr gut hält, ist sehr unchillig. Hat mir dabei sogar ein bisschen die Lippe aufgerissen. Kann aber auch sein, dass ich das vielleicht falsch drauf gemacht habe. Ich habe es jetzt leider zu weit oben positioniert. Deswegen gehe ich in die weiteren Testphasen. Die ersten 7-Tage-Syndrom, mein Körper sollte sich jetzt also ungefähr daran gewöhnt haben, mit einem Mouth-Tape und einem Nasenstripe schlafen zu gehen. Ich habe mir teilweise in 1-2 Nächten einfach das Mouth-Tape abgerissen, ohne es zu merken. Oder von dem Nasenstripe sind Wunden entstanden, weil die Kleber doch schon wirklich sehr, sehr stark sind. Also da gehen nochmal Props raus. Die sind teilweise schon zu stark. Ich muss aber sagen, ich habe mich relativ schnell daran gewöhnt, neue Dinge in meinem Gesicht zu haben, während ich schlafen zu gehen. Also das war innerhalb der ersten 7 Tage kein Problem. Aber ich wollte dem Ganzen noch eine Chance geben und habe einen ganzen Monat, also eine gesamte Verpackung von den Nasenstripes und dem Mouth-Tape nochmal getestet. Und ich hätte nicht gedacht, dass sich meine Meinung ändert. Zu dem kommen wir aber dann
zum Schluss. Gadget Nummer 2 kann ich sogar einen kleinen Funfact zu erzählen. Ich habe eine Schiene bereits von meinem Kieferorthopäden bekommen, weil ich nachts deutlich mit meinen Zähnen knirsche und damit die nicht irgendwann komplett abgerieben sind wie ein Schweizer Käse, habe ich die bekommen, aber dies nur für eine Kieferseite und zwar für die obere. Diese hier soll mehr versprechen. Ich hasse auch jedes Mal das Read the Caption. Mann, erklär doch einfach mal kurz. Hilft die Atemwege offen zu halten, sodass Luft ohne Hindernisse oder Vibration frei fließen kann. Heißt das nicht Ström? Dauer und Intensität von Schnarchen kann reduziert werden. Maßgefertigt, bequem, einstellbar. Wie spricht man das aus? Schlaf? Apnoe? Symptomatik? Also ich würde mich schon tendenziell einkategorisieren, dass ich nachts deutlich weniger Sauerstoff vielleicht bekomme und deutlich schlechter Luft wie ein Otto-Normal-Schlafender. Übrigens, im Schlafen bin ich sehr gut. Dennoch, ich meine, mein Kieferorthopäde selbst hat gesagt, wenn ich mit der einen Schiene nicht zufrieden bin, dann kann ich mir auch so ein zweiteiliges Ding holen, was wirklich auch mein Kiefer zusammenhält, beziehungsweise mein Unterkiefer ist so 1 Zentimeter nach hinten gerückt. Ist natürlich Premium für ein Double Kinn. Und das soll den Kiefer sozusagen wieder nach vorne holen. Ob sich das auf die Gelenke und Sehnen auswirkt, I don't know. Wir gehen rein in den Test. Anti-Snoring Mouthpiece. BPA-free. Ob da was dran ist, I don't know. Aus der wirklich stinkenden Verpackung haben wir dann die beiden Kollegen hier. Quasi einmal für den Oberkiefer und einmal für den Unterkiefer. Mit so einem Klicksystem, dass man die jetzt einfach so zum Beispiel ineinander stecken kann. Wie sich das dann auch für eine ganz normale Schiene gehört. Mit so Luft einlässen. Damit man, falls die Nase zu ist und man trotzdem durch den Mund atmen muss, überlebt. Schiene ist in Position, das heißt, das Wasser kommt jetzt drauf, dadurch wird das Ganze weich und ich schiebe mir das gleich ins Maul. Es ist nicht weich genug. Nach 15 Versuchen ist das Ding fertig, also mit einem normalen Wasserkocher hat es nicht funktioniert. Und da ist das Ding. Ist schon verrückt. Ah. Kommt da super einfach wieder raus. Und um das zu verhindern, darf ich vorstellen, ein Kinnriemen. Darauf bin ich auf diesen TikTok gestoßen und ich dachte mir schon, die Dinger kommen aus China, genau wie die meisten anderen Produkte hier, die können einfach nicht gut riechen. Wir gucken einfach mal rein. Die Soundeffekte. Bro! Ich weiß, es sieht nach was ganz anderem aus, aber hält mein Kiefer zu. So, dass ich auch nicht aus dieser Schiene rauskomme. Was mache ich hier wieder? Wirklich? So. Sitzt bombenfest und ich kann meinen Kiefer nicht mehr öffnen. Starten wir Nacht 1. Das kann das werden. Fazit Nacht Nummer 1. Ich habe so viel geschnarcht wie die letzten 3 Tage zusammen. Das ist es. Nacht Nummer 2 und ich habe deutlich besser geschlafen. Mir ist nämlich der Kinnriemen über den Mund gerutscht. Ich habe 0 Minuten geschnarcht, zumindest laut App. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, als würde ich irgendwie anders riechen. Und auch mein Kiefer fühlt sich lockerer an als sonst. Die nächsten 7 Tage mit der Schiene sind rum und ich habe definitiv gemerkt, dass mein Kiefer davon gar nicht so beeindruckt war. Ich bin mit teilweise Krämpfen wach geworden oder hatte auch Muskelkater in der Kieferregion. Da muss ich aber wiederum erwähnen, ich habe halt eine starke Fehlstellung, was mein Kiefer angeht und kann ich jetzt keine wirklich gute oder schlechte Bewertung für Preis geben. Das wäre auch nicht fair. Ich habe viele Kollegen und auch viele da draußen berichten wirklich positiv über solche Schienen. Aber dieser Faktor, dass ich trotzdem meinen Mund öffnen kann, hat mich dann doch zu sehr gestört. Und für mich ist es definitiv kein Produkt, das ich weiter verwenden werde. Von daher, wenn es eine Bewertung geben sollte, würde ich hier einfach eine 2 von 5 Sternen geben. Es hat seine Daseinsberechtigung, aber für mich ist es definitiv das falsche Produkt. Genauso wie beim Kinnstrap. Der Kinnstrap kommt hier zum Glück in zweifacher Ausführung. Bei dem ersten hat sich schon die ein oder andere Naht gelöst. Ich weiß jetzt nicht, was ich genau in der Nacht angestellt habe, um das zu bewerkstelligen. Aber meine Lippen können trotzdem noch geöffnet sein und dementsprechend kann ich auch weiter durch den Mund atmen. Also auch hier, dieses Produkt ist nicht wirklich was für mich. Ich kenne aber Leute, die davon wirklich profitieren und die dadurch wirklich viel, viel besser schlafen können. Und für den Preis ist es dann doch ein ganz, ganz gutes Produkt. Wenn man davon absieht, dass solche Produkte aus China kommen und man nicht weiß, was da für Inhaltsstoffe drin sind. Aber für den Preis gibt es auf jeden Fall
eine 4 von 5 Sternen. Gerade weil man es auch zweckentfremden kann, um halt seinen Mund damit komplett abzudecken. Es war aber trotzdem doch schon sehr unangenehm. Kommen wir auch schon zum nächsten Gadget. Es kann ja nur besser werden, oder? Ein Luftqualitätsmesser. Okay. Ah, ein Alexa-Luftqualitätsmesser. Hier sieht Temperatur, Luftfeuchtigkeit und man kann auch für jeden Fall mehrere Räume einstellen. Interessant. Oha, ist ja voll klein. Okay, besser, aber kleiner als so ein fetter Oschi. Material Particulado, also Feinstaub. Das Gerät kann auch Feinstaub und ich sehe sogar CO. Das kann sogar Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid, kurz Herzinfarkt. Wenn wir mal ehrlich sind, was wäre ein guter Schlaf ohne gute Luft? Ich meine, der Mensch existiert doch quasi nur durch gute Luft, Sauerstoff und so wenig Schadstoffe in der Luft wie möglich. Ich bin hyped, wir gehen rein in den Test. Hier ist auch schon das gute Stück von Amazon, der Smart Air Quality Monitor. Gerade im Osterangebot für einen Fuffi, sonst kostet das gute Gerät 80 Euro, also das ist schon echt eine Hausnummer. Und ich bin echt erstaunt, wie einfach das zu bedienen ist. Amazon macht es da wirklich einem super einfach. Einfach in der App konfigurieren und das Ding tut sich kalibrieren, beim ersten Einstecken per Bluetooth verbinden und das Ding ist ready to go. Und ich meine, für die Größe, die LED hier oben drauf ist aus- und anmachbar. Wenn die LED an ist, kann sie natürlich innerhalb von 3 Farbstufen, grün, gelb und rot, uns anzeigen, auch ohne App, wie die Luftqualität so ist im Gesamten. Finde ich ganz cool. Ich denke, so 100% akkurat sind wirklich nur ganz professionelle Gerätschaften. Das sage ich schon mal vornherein. Aber wir schauen mal rein. Und hier sind wir auch schon in meinem Schlafzimmer. Der Luftqualitätsmesser ist genau hinter mir auf meinem Bett platziert. Wir haben hier eine ziemlich gute Auflistung in der Alexa-App, wie denn jetzt gerade die Qualität ist. Wir sind auf 90%. Da bin ich aber auch erst gerade hingekommen, wo ich angefangen habe zu messen. Das war hier bei diesem gelben Ausschlag. Da war zum Beispiel der VOC-Index ziemlich hoch. Und das sind flüchtige organische Verbindungen, also alles, was die Möbel abgeben, ob man irgendein Putzzeug verwendet hat, halt so organische Sachen in der Luft, die Allergien auslösen können und whatsoever. Das mit der Luftfeuchtigkeit ist mein Verschulden. Ich habe nämlich die Tür zugemacht und ich habe abends immer ein feuchtes Handtuch über die Tür geschmissen, damit die zum einen offen bleibt und ich es nicht vergesse und zum anderen, dass die Luft ein bisschen feuchter ist. Was ein bisschen suboptimal ist, dass es jetzt so hoch gegangen ist auf wirklich 65%. Das ist schon viel zu hoch, weil das kann natürlich Schimmel auslösen und noch viele andere Sachen, die man dann in der Nacht einatmet, 8-9 Stunden, uncool. An sich ist die Temperatur auch gedroppt auf 16,5 Grad Celsius, weil ich jetzt das Fenster aufgemacht habe wegen der Luftfeuchtigkeit und ich mache jetzt noch gleichzeitig den Dyson an, um mir ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Aber ich bin echt erstaunt, dass sowas wie Feinstaub oder Kohlenmonoxid wirklich auf fast null sind. Das ist crazy. Wir können aber gespannt bleiben, wie sich die Qualität der Luft in der Nacht verändert. Die letzten 7 Tage waren für mich persönlich so ein kleines Highlight. Ich konnte jetzt wirklich feststellen, okay, wie gut ist die Luftqualität in meinem Schlafzimmer. Angefangen haben wir am 14. März, den Donnerstag, und schon einen Tag später mit meinen Anpassungen haben wir Werte von um 90 erreicht. Das sind 20, teilweise 15 bis 20 Punkte mehr als vorher und ich will gar nicht wissen, wie die Zeit war, wo ich mit geschlossener Tür geschlafen habe. Aber auch weitere Tage danach hat man hier und da so eine kleine Einbuße um 4 Uhr in der Nacht dann doch schon bemerkt, wenn man dann seine Klamotten anstatt in den Wäschekorb im Schlafzimmer platziert hat und dann der VOC-Index und Feinstaub mal wieder durch die Decke gegangen sind. Das Problem übrigens mit der Luftfeuchtigkeit habe ich immer noch nicht in den Griff bekommen. Teilweise hat es hier auch sehr stark geregnet und wir verzeichnen hier echt wirklich nicht so gute Gesamtwerte. Aber tendenziell habe ich eine Luftqualität von 90 bis 95 Punkten. Und man kann ja auch jedes Mal sehr gut sehen, dass in der Nacht, wo man am Schlafen ist, dann die Luftqualität so ein bisschen runtergeht. Ich schlafe halt mit meiner Freundin zusammen, wir beide atmen. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass der schlechteste Raum für Luftfeuchtigkeit das Schlafzimmer ist. Wo die Ursache noch dran liegt, habe ich derzeit noch nicht gefunden. Ich halte euch da aber auf dem Laufenden. Wie groß die Auswirkungen aber werden können, sieht man zum Beispiel hier am 21. März, wo der Gesamtwert auf 40 runtergegangen ist. Das lag daran, dass die Tür zum Badezimmer offen stand und mein Schlafzimmer und unser Badezimmer
quasi miteinander verbunden sind, nur durch einen Flur. Und dass, wenn man die Spülung betätigt oder irgendwie Haarspray oder sonst was verwendet, dass es dann trotzdem bis ins Schlafzimmer zieht. Und das zu sehen, war schon sehr beeindruckend. Mein Fazit zum Luftqualitätsmesser jetzt auch nach mehreren Tagen würde ich definitiv als sehr positiv empfinden. Preis-leistungstechnisch muss ich sagen, Luftqualitätsmesser liegen immer im Bereich zwischen 50 und 500 Euro. Und für diesen hier, den man ein Angebot für teilweise 70 und 50 Euro bekommt, jetzt gerade auch zu Ostern, definitiv ein großer Pluspunkt. Ich würde aber trotzdem 4,5 von 5 Sternen geben, weil ich mir nicht ganz so sicher bin, ob die Qualitätsmessung der Luft wirklich so 100% akkurat ist in so einem kleinen Gehäuse. Aber definitiv ein Big Win. Nächstes Gadget. Es sieht auf jeden Fall so aus, als haben wir irgendwas für die Ohren. Wir schauen mal rein. Ein Noise Cancelling. Okay, ist wirklich was für die Ohren. Man soll damit besser schlafen können. Wahrscheinlich, weil die Geräusche reduziert werden. Ey, dieses Sound ist so unangenehm. Das war jetzt nicht die beste Aussage, tut nicht in den Ohren weh. Ich meine, ich kenne mich aus mit Noise Cancelling oder Oropax oder sowas. Gerade mit meinem ADS, ich trage sehr oft tatsächlich Oropax. Gerade beim Einkaufen oder so. Und hohe Geräusche tun mich auch übelst triggern. Von daher ist das hier wahrscheinlich ein Gadget, was mir sehr zugute kommt, weil ich habe so einen leichten Schlaf, dass mich jedes kleinste Geräusch wirklich aus dem Schlaf rausholt. Ich bin gespannt, wir gehen rein in den Test. Für sage und schreibe 60 Euro bekommen wir hier die Loop Switch Plus, die man dann in 3 Stufen auswählen kann, wie sehr man die Hintergrundgeräusche eigentlich reduzieren möchte, was natürlich super praktisch ist, auch für den Alltag. Wir bekommen hier ein kleines Case mit einem extra Case, die Loops dann drin verwahren. Das Ganze macht auf jeden Fall einen sehr hochwertigen Eindruck. Hier ist teilweise Plastik und auch Silikon drin verbaut. Der Tragekomfort ist wirklich super angenehm. Ich habe die jetzt auf der geöffnetsten Stufe und wir bekommen hier noch mehrere Auswahlmöglichkeiten für unsere Ohren, weil wir alle verschiedene Ohrengrößen haben, von XS, S und L. Und mit dabei waren natürlich auch die Standardaufsätze. Finde ich cool, dass man die auf jeden Fall wechseln kann. Aber für 60 Euro müssen die auf jeden Fall einiges können. Ich meine, du bist so gerade beim Einkaufen, hast sie dann ganz entspannt drinne, bob, bob, du merkst, oh, Kind schreit an der Kasse, alles klar, nimmst du die Dinger raus, verstellst die einmal kurz durch den Klickmechanismus. So, jetzt sind die Dinger ganz zu. Höre ich fast gar nichts mehr und definitiv auch nicht mehr die Kinder an der Kasse. Ich muss dazu aber sagen, Loop selber hat irgendwie so einen Werbestil von Balenciaga so gefühlt. Also das Ganze wirkt mir doch ein bisschen sehr krass aufgezogen wie ein Kaugummi. Aber wenn sie das bringen, was sie bringen sollen, obvious, dann ist das eigentlich ein ganz geiles Produkt. Wir haben hier Mesh drin verbaut. Man kann von 17 Dezibel zu 21 Dezibel bis zu 25 Dezibel die Umgebungsgeräusche anpassen. Das ist schon mal ziemlich cool. Es gibt sogar extra welche für den Schlaf. Die sind dann rein aus Silikon. Die haben jetzt noch viel Kunststoffanteil. Ich bin auch gespannt, ob sie über den Alltag mir in den Ohren wehtun werden. Aber wichtig ist natürlich hier erstmal der Schlaf. So, wir befinden uns jetzt in meinem Bad. Es ist auch schon Zeit, fast 1 Uhr. Da sind die guten Stückchen. Und jetzt sind sie auf der niedrigsten Stufe. Jetzt auf der Maximalstufe. Ich kann mir schon vorstellen, dass mich das beim Schlafen stören wird. Über den Tag habe ich jetzt nicht so wirklich was gemerkt. Und so geht's jetzt schlafen. Die ersten 7 Nächte mit den Loop Switches sind vollbracht und ich kann definitiv sagen, dass sich meine Schlafqualität deutlich verbessert hat. Es gibt da ein paar Ausnahmen. Ich bin die eine oder andere Nacht doch mal wach geworden, weil die rausgerutscht sind oder ich die mir selber rausgenommen habe, um sie beiseite zu legen und sie am nächsten Morgen dann nicht mehr gefunden habe. Ja moin. Und ich schon mit anderen Ohrstöpselsystemen nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, was zum Beispiel so Bakterienentwicklung und ähnliches angeht, bin ich doch echt beeindruckt von den Loop Switches. Gerade, weil ich sie über den Alltag wirklich nonstop verwende, was für mich natürlich ein geisteskranker Pluspunkt ist. Kommt natürlich auch ganz drauf an, welches Kissen man verwendet, ob man sie denn auch bei Seitenlage spürt oder nicht. Ich hatte jetzt eher weniger Probleme damit. Ich benutze gerade noch ein Memory Foam Kissen, was auf der einen Seite weich, auf der anderen Seite hart ist und ich hatte auf keiner Seite irgendwelche Probleme. Es sei denn, ich habe die falschen Größen verwendet, dass sie dadurch ein bisschen weiter rausgestanden haben und das doch bei der einen oder anderen Bewegung durch ja, die doch eher harte Oberfläche dann doch eine Geräuschkulisse hinterlassen haben. Ganz zu schweigen jetzt nach einem Monat Testphase, sowohl über den Alltag wie auch beim Schlafen, bin ich super positiv beeinflusst
von diesem Produkt. Ich muss aber sagen, Preis-Leistung hier finde ich doch ein bisschen krass, von 50 bis teilweise 70 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie das zum Ostersale aussieht. Finde ich das Produkt doch schon sehr teuer. Es steckt aber auch viel Technik dahinter. Im Grunde genommen sind es aber alles Ohrenstöpsel mit einem Mesh-System. Auch hier gibt es von mir 4,5 von 5 Punkten. Ich werde mir definitiv noch davon die Silikonteile holen, die nur für die Nacht geeignet sind oder die speziell für die Nacht hergestellt worden sind, und werde da auch wahrscheinlich auf Instagram den ein oder anderen Erfahrungsbericht pushen. Oder wenn das Band ankommt, dann noch mal genauere Analysen mit dem Band in einem neuen Video machen. Was mich letztendlich doch umgestimmt hat, weiterhin den Mouth-Tape zu verwenden, ist die Tatsache, dass ich mir öfter mal den Nasenstrap in der Nacht abgezogen habe und ich echt auch keine Lust habe, am nächsten Tag da eine Wunde im Gesicht zu haben, weil die Kleber einfach so stark sind. Habe ich aber trotzdem das Mouth-Tape echt lieben gelernt. Ich merke wirklich, wie viel mehr Energie ich über den Tag habe. Die Gewöhnungsphase war definitiv länger als beim Nasenstrap. Ich vermisse auch das Gefühl vom Nasenstrap, aber ich hatte keine Probleme, irgendwie in der Nacht zu ersticken oder sowas. Das war nämlich meine größte Sorge. Aber mit relativ viel Recherche ist mir dann doch aufgefallen, dass der Körper einen sehr starken Impulsreflex hat und man kann gar nicht in der Nacht ersticken, es sei denn, man verschluckt seine Zunge oder ähnliches. Das ist aber ein ganz anderes Themengebiet. Dementsprechend ist der Nasenstripe aber auch raus und ich würde dem aber trotzdem eine 4 von 5 Punkten verteilen, weil es doch super angenehm war, endlich eine freie Nase zu haben. Es gibt aber auch andere Hilfsmittel, die weniger kosten, um seine Nase frei zu machen. Zum Beispiel so. Was das Mouth-Tape angeht, ich komme jetzt auch besser damit klar, dass meine Lippe morgens trocken ist. Ich schmiere mir mein Gesicht morgens generell mit Kokosnussöl ein. Das hält alles schön geschmeidig und dementsprechend gibt es keinen weiteren negativen Punkt beim Mouth-Tape. Ich kann nicht glauben, dass dieses kleine Ding mein Leben so positiv beeinflussen konnte und deswegen bekommt das Mouth-Tape von mir 5 von 5 Sternen. Definitiv ein Preis-Leistungssieger von heute. Auch wenn ich es mir manchmal in der Nacht vom Mund reiße, aber das hat einen ganz anderen Grund und der liegt an meinem Schlafwandeln. Aber da gibt es auch einige Tipps und Tricks, die man anwenden kann, um auch dieses Problem in den Griff zu bekommen und noch viele weitere. Generell maßgeblich dafür verantwortlich, wie unser Schlaf eigentlich ist, ist, wie wir leben und wie unsere Schlafroutine ist und wie wir uns zum Beispiel ernähren. Und auch wenn das kein wirkliches Gadget ist, aber unser Körper kann es wie ein Gadget verwenden, es ist schon voll lange bekannt, dass Kalium und Magnesium wirklich gute Hilfsmittel dafür sind, um einen besseren Schlaf zu bekommen. Genauso wie GABA oder L-Theanin, die für die Beruhigung vor dem Schlafengehen sorgen bzw. dafür sorgen, dass wir nicht so häufig aufwachen. Um auch noch mehr qualitativeren Schlaf zu bekommen, helfen da Gleisin und L-Tryptophan. L-Tryptophan zum Beispiel ist für den Serotoninhaushalt verantwortlich und kann für ziemlich wilde Träume sorgen. Du schläfst nur gut, wenn du glücklich bist. Und da die meisten Tage sowieso viel zu stressig sind und das Gehirn gar nicht in der Nacht Zeit dazu findet, sich runterzufahren und den Körper auf das vorzubereiten, wofür er eigentlich schlafen gegangen ist, hilft natürlich auch Vitamin B1 in Form von Benfothymin. Es müssen nicht immer Gadgets sein. Aber gerade das fettlösliche Vitamin B1 Benfothymin hat noch viele andere weitere positive Eigenschaften, die unseren Alltag verbessern können. Und dazu habe ich ein ganzes Selbstexperiment gemacht. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, gerne abchecken. Was haltet ihr von den TikTok-Gadgets, die wir heute behandelt haben? Wollt ihr einen weiteren Teil sehen? Lasst mich gerne wissen. Daumen nach oben und ein Abo dalassen, dann verpasst ihr nichts mehr. Bin auf euer Feedback in den Kommentaren gespannt. Und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Haut rein, peace!